Baseline. Hallöchen! Grüß euch! Heute bin ich mal hier mit einem richtig coolen, einfachen Glitch-Tutorial. Und zwar zeige ich euch, nachdem mich viele Leute gefragt haben, ob ich einen richtig einfachen RP-Glitch kenne, diesen Glitch. Und der ist so einfach und so schnell machbar, ihr werdet euch dabei so stark aufleveln. Der einzige Haken ist dabei, dass ihr darauf warten müsst, bis ein Geldtransporter spawnt. Und das zieht sich manchmal hin. Als einzigen Tipp kann ich dazu nur geben, achtet darauf, dass ihr in einer Gegend am besten nur immer so im Kreis rumfahrt. Eine etwas größere Gegend darf das schon sein. Also immer eine größere Runde drehen in einem und denselben Viertel ungefähr. Und dann spawnt schon 100%ig nach wenigen Minuten dieser Geldtransporter. Und euer Kumpel, das ist der zweite Nachteil, muss sich langweilen. Das heißt, er muss irgendwie essen gehen oder so, keine Ahnung. Der muss nämlich in der Garage rumstehen. Und so werdet ihr feststellen, dass sich der Geldtransporter immer wieder neu spawnt. Und ihr habt ja gerade gesehen, dass ich mir Lester da vom Hals halte, damit ich 3 Minuten in Ruhe meine RP glitchen kann, mich in Ruhe richtig hart aufleveln kann. Und ihr habt selbst gesehen, dass ich gerade über 6000 Dollar bekommen habe durch die Geldsäcke. Also das Geld habt ihr ratzfatz drin. Also gönnt euch einfach, dass euch Lester die Cops vom Hals hält und dann habt ihr somit entspanntes Glitcher-Feeling und ihr werdet feststellen, wie schnell ihr euch da auflevelt und vor allem, ich hatte in den wenigen Minuten 81.000 Dollar bekommen. Ich habe das irgendwie etwas über 3 Minuten gemacht, 4 Minuten oder so würde ich sagen und dabei habe ich 81.000 Dollar bekommen und bin über ein gesamtes Level aufgestiegen und euer Kumpel, ja, wie gesagt, das ist halt das Dumme, der macht, muss irgendwas anderes in der Garage machen, am besten isst der irgendwas nebenbei oder schaut Fernsehen und dann könnt ihr euch einfach abwechseln, ihr könnt euch auch einfach einigen, wie oft jemand einen Geldtransporter hintereinander überfällt und dann wechselt ihr euch einfach ab. Das ist natürlich machbar. Wichtig ist, dass nur einer in der Garage die ganze Zeit ist, damit sie immer wieder spawnen. Und jetzt habt ihr gerade gesehen, dass ich keine RP bekommen habe, aber das Geld trotzdem, denn das ist der Fall gewesen, nicht weil wir es falsch gemacht haben. Wir haben einfach den Geldtransporter komplett zerstört. Das Geld bekommen wir so zwar immer, aber wichtig ist, wenn ihr RP wirklich auch dadurch bekommen wollt, müsst ihr halt darauf achten, dass ihr nur die Türen aufbombt. Das heißt, dass der Geldtransporter nicht komplett in die Luft fliegt, denn nur so bekommt ihr jedes Mal 2000 RP und könnt euch richtig hart aufleveln. Und das ist es auch schon vom Glitch. Ihr merkt, wie einfach der machbar ist und wie schnell er machbar ist. Und wenn er euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen und über den ein oder anderen neuen Abonnenten für die täglich besseren Glitches, die euch weiterbringen, umso mehr. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Jan.